97 befindet sich im Anflug auf den Sonderlandeplatz der Expedition Delmenhorst. Ist der Platz vorbereitet? Der Mission 301 aufgenommen. Der Landeplatz ist für Sie geräumt und abgesperrt. König 97, Landung nach eigenem Ermessen. Die Aufgabe meines Polizeihubschraubers ist ganz einfach die Unterstützung der Kollegen am Boden. Die Kollegen können uns jederzeit anfordern. Wir unterstützen zum Beispiel bei Suchen, Aufklärung, Observation, Bildübertragung. Wir haben dazu ein hochleistungsfähiges Wärmebildgerät am Hubschrauber montiert. Damit können wir die Kollegen am Boden optimal unterstützen. Nun haben wir ja heute den Verkehrssicherheitstag neben dem Tag der offenen Tür. Was gibt es denn für Verkehrsszenarien, wo ein Hubschrauber eingesetzt werden kann? Ja, da haben wir ganz klassisch natürlich die Verfolgungsfahrt. Ja, hier werden am laufenden Band Verkehrsordnungswidrigkeiten begangen oder auch Straftaten. Und da ist der Hubschrauber natürlich ein prädestiniertes Einsatzmittel, um dann das Fahrzeug zu verfolgen, auch bei höheren Geschwindigkeiten. Beispielsweise können wir auch unterstützen bei Großkontrollen auf der Autobahn. Wir können schon mal schauen, wie ist der Verkehrsfluss, wo entstehen Staus. Wir haben von oben eine gute Übersicht auf den Verkehr, auf die Autobahn. Da werden wir auch dann durchaus angefordert. Wie wird man eigentlich Polizeipilot? Also man macht ganz normal die Ausbildung zum Polizisten, wie es bei uns in Niedersachsen üblich ist. Anschließend kann man sich auf eine Ausschreibung bewerben, muss dann ein Eignungsauswahlverfahren durchlaufen und wird anschließend an der Luftfahrerschule des Bundes und der Länder in Bonn, in Nordrhein-Westfalen, ausgebildet zum Hubschrauberpiloten. Wir haben 4 Hubschrauber. Das sind hier 2 von diesem Typ, der hier hinter mir steht, und noch ein anderes Muster, das ist die MD-900. Und an 2 Standorten sind sie vertreten, in Hannover und in Rastede. Und wie lange kann so ein Hubschrauber fliegen? Ja, wir können so 2,5 Stunden in der Luft bleiben. Und gibt es so ein Zeitfenster, wie schnell ein Polizeihubschrauber in Niedersachsen seinen Einsatzort erreichen kann? Ja, wir können jeden Punkt in Niedersachsen anschließend der Inseln innerhalb von 30 Minuten erreichen. Alles klar, schönen Dank und viel Spaß. Gerne.